Wir sind hier auf dem World Club Dome. Schön, dass ihr alle da seid. Die Halle hier füllt sich vor uns, weil ich habe hier prominente Gäste. Aber wer es ist, würde ich mir wünschen, stellt euch selber vor. Fang du einmal an. Wer bist du? Yo, was geht ab? Ich bin Wastel, auf jeden Fall. Ich bin Rapper und Schauspieler. Und ich bin heute hier im World Club Dome. Und wir reißen heute die Hütte ab. Ja, Mann, das ist geil. Wer bist du? Was geht ab? Mein Name ist Oleg Sesh. OL, Matador, Ferrari, Motor. Auf jeden Fall, ja, Mann. Sollte mit VL und OL. Alter, ihr habt eine geile Stimmung dabei. Auf Trends. Oleg Sesh, weißt du, dass wir einen gemeinsamen Kumpel haben? Wen, Brate? Gunnar? Der Gunnar. Gunnar Krupp. Ah, es gibt nur einen Gunnar. Hast du noch Berlin? Die Nummer von Gunnar? Gunnar aus Hamburg. Aus Hamburg? Ja. Ja, normal. Du hast ein Buch. Ja, nochmal mit dem Gunnar, der hat es geschrieben, Digga. Ja, Mann. Ja, Brati. Wir sind alle Kumpels. Korrekt, Digga. Ja, jetzt weißt du Bescheid, Alter. Jetzt haben wir eine Basis, ey. Ja, geil. Leute, wie sieht's aus? World Club Dome, erstmal ein bisschen hier über das Festival reden. Erste Performance heute oder warte ich schon mal auf dem World Club Dome? Also ich war schon mal da. Ja? Nimm's ruhig ein bisschen näher, das Mikrofon. Ja, also ich war schon zweimal da. Ja. Einmal in Frankfurt und einmal in Düsseldorf. Und jetzt ist das dritte Mal und ich freue mich und ja, danke, dass die mich eingeladen haben und ja. Ey, es wird immer voller. Die Stimmung wird halt gut, oder? Bruder, ich bin Dank Wazel hier auf jeden Fall. Mein Bruder hat krasses Wort gesagt, also angelegt und auf jeden Fall, der Bratte denkt an uns und das finde ich auch voll cool. Egal wie er es macht, also auf jeden Fall danke, Bruder, dass du uns hier nochmal eingelegt hast. Ich freue mich auch hier zu sein, ist auch so wenn neu. Wenn das hier in Frankfurt stattfindet, dann müsst ihr dabei sein. Aber vielen Dank, dass du so bist, Bruder. Und danke auf jeden Fall an World Club Dome. Sehr, sehr krass. Ich freue mich hier zu performen heute vom Techno-Publikum mit Rap und Hip-Hop. Wird klappen. Alles krass, ja. Ich glaube, die Abwechslung macht's aus. Weißt du, es wird die ganze Techno, EDM geballert. Ja. Ihr macht einen Unterschied, das ist geil. So, weißt du? Im Endeffekt ist die Musik, jeder hat seinen Geschmack, weißt du, wie ich meine? Ja, und wer Bock hat, kann auch auf die Hip-Hop-Bühne kommen, und also wenn die Hip-Hop auf der Bühne sind. Und von daher ist alles gut, Mann. Ey. Easy. Ey Jungs, wir haben ja nur begrenzt Zeit, deswegen machen wir, es kommt ja noch ein bisschen was anderes hier und ihr müsst ja auch weiter. Deswegen erstmal eine Frage, erste Musik, die du gehört hast, egal was es war. Michael Jackson. Welcher Track? Man in the Mirror. Geile Nummer, bei dir? Michael Jackson, Thriller. Ehrlich? Ich habe zu Hause getanzt, extra geübt, diese Tänze für meine Familie. Ich auch. Kannst du noch? Kannst du auch Moonwalk? Ich kann einen Moonwalk, kann ich. Mach auf der Bühne heute. Nein. Aber du musst es filmen und so. Ja, just a trailer. Nur wenn du den Moves bei Smooth Criminal machst. Alter, der ist geil. Ja, genau, okay, da brauch ich aber einen Nagel im Boden, ey. Auf jeden Fall. In die Füße rein, sonst geht's nicht klar. Yes, was können wir in diesem Jahr von euch erwarten? Habt ihr Pläne? Was geht ab? So. Jungs, die fleißig sind. Was heißt das? Ja, die weitermachen und die an ihrer Kunst weiterarbeiten und die ihre Kunst ausarbeiten und einfach sich immer wieder neu finden. Hast du Pläne für dieses Jahr? Ich glaube, Pläne schmieden sind nicht so mein Ding. Ja. Weil der liebe Gott hat schon einen schönen Plan für uns gemacht und da brauchen wir nicht mehr viel. Ach was, sag doch einfach, wir machen ein Album. Ne? ja, aber der Feature von euch würde ich feiern. Bruder, wir machen wirklich? Das. Wir machen mehr als ein. Wir haben wirklich vielleicht was geplant, wir wollen nicht zu viel verraten, aber wir müssen langsam auch irgendwo anfangen zu sagen, so ein bisschen mal zu stichen. Also ich sag ganz ehrlich, wenn man uns beiden jetzt mit Amerika vergleichen würde, dann wären wir auf jeden Fall das deutsche Method Man und Redman. Yes. Ah, geil. Okay. Auf jeden Fall. Vielleicht dann Soundtrack für GTA 6 bald, weißt du? Oder wer weiß. Ohne Fleiß kein Preis. Wie ist mit euch? Musik ist klar, ist voll verankert. Zockt ihr auch? So Videospiele oder ist das gar nichts? Ja. Also ich bin jetzt kurz davor, in dieses Twitch-Game reinzugehen. Ja, der Brett zockt nicht so viel. Hast du schon einen Account? Zockt mal. Noch nicht, aber ich habe viele Leute, die und supporten werden. Spaß. Na komm, Spaß, schnell. Spaß. Nein, ist Live-Podcast. Schnell Foto. Komm. Und für die Leute, die gerade zuhören, Oleg Sesh macht gerade live ein Foto. Oleg Sesh macht gerade ein Foto. Weil er ein Ehrenmann ist, weißt du? Tobias und Evgeny, ich grüße euch. Okay, Evgeny und die ganzen anderen, ich grüße euch, ich wüsste Bescheid. Oh, so, jetzt muss es aber reichen. Tobias. Hat schon gehört wie Turbine. Tobias. Ich grüße mal Tobias und Evgeny. Alles klar. Okay, danke, das reicht. Dankeschön. Dankeschön. So, jetzt siehst du, du hast alle Leute glücklich gemacht. Gerne. Ist das, gerne. Vielleicht letzte Frage für euch. Ist das oft so, wenn ihr privat rausgeht, kommen die Leute euch an? Der ist Filmstar, Digga. Naja, vier Blocks. Kann ja trotzdem sein. Ja, ich weiß es. Ich bin gar nichts. Ne? Aber es kann ja sein, dass du dich dann verkleidest oder so. Keine Ahnung. Nein. Boah.
natürlich ist es irgendwie stressig, wenn man mal Wochenende in die Mall geht. Da muss man viele Fotos mit den Leuten schießen. Ja. Aber auch das gehört dazu. Du hast vollkommen recht. Ey, ihr Lieben, ich werde gerade hier abgebunken. Ich glaube, ihr müsst, müsst raus. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, dass wir hier sein durften. Und schön abklappt. Abrippen gleich. Ja, Mann. Geil. Basil Oleg Sesh. Gute Leute. Peace out. Bye.